Das Sekretariat für die Weltsynode erteilt dem Thema Frauenpriestertum eine klare Absage. Und zwar die Untersekretärin des Sekretariats für die Weltsynode, die Schwester Natalie Beckert, hat gegenüber dem BBC erklärt, für die katholische Kirche ist es im Moment von einem offiziellen Standpunkt aus gesehen keine offene Frage. Das heißt, es ist eine abgeschlossene Sache. Es gibt kein Frauenpriestertum. Die Kirche kann keine Frauen ordinieren, weil sie nicht die Vollmacht dazu hat. Das Ganze ist nicht bloß eine Meldung, sondern hat auch einen durchaus strategischen Charakter, der auch für den synodalen Weg sehr wichtig ist. Denn das Sekretariat der Weltsynode hat stets gesagt, wir wollen erstmal zuhören und jeder kann sagen, was er will, egal wie absurd das Ganze ist. Das hat was wurde natürlich von Leuten wie Bischof Dr. Georg Betzing zum Anlass genommen. Aha, wir werden unsere ganzen absurden Themen in die Weltsynode einbringen. Ja, und das Wort wurde auch sogar akzeptiert von Kardinal Gretsch. Kardinal Gretsch, das ist der Leiter dieses Sekretariats, das ist sozusagen die einzige Person, die eigentlich mehr oder weniger Verständnis hat für den synodalen Weg, beziehungsweise für Bischof Dr. Georg Betzing, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz im Vatikan. Er hat nicht gesagt, okay, ich finde das toll, was die Deutschen da von sich geben und diese ganzen Theorien des synodalen Weges, aber die sollen offen sagen, was sie sagen wollen. Das Ganze wurde natürlich kritisiert. Es gab eine ganze Reihe von Leuten in der letzten Zeit, die haben gesagt, also so kann man eine Weltsynode mit so vielen Teilnehmern, überlegen Sie, über 100 Bischofskonferenzen kann nicht so geführt werden. Wenn jeder irgendwie meint, okay, ich kann den größten Unfug erzählen, dann ist eine normale Diskussion nicht möglich. Das heißt, die Leute sollen zumindest sich an dem halten, was die katholische Kirche lehrt, was die katholische Kirche überhaupt ist. Ja, und das hier ist ein Signal, dass diese Kritik tatsächlich angekommen ist. Die haben gemerkt, okay, wenn tatsächlich jeder ankommt mit seinen Themen, die irgendwie ihn bedrücken irgendwie, dann wird natürlich diese ganze Diskussion völlig aus dem Ruder laufen und viele werden einfach sagen, ja, so geht das nicht. Also das ist ja völliger Unfug. Ja, und das ist also diese Aussage zum Frauenpriestertum ist sozusagen ein erster Versuch, sagen wir. Ja, eine gewisse Leitplanken in die Weltsynode, in die Diskussion der Weltsynode zu setzen. Und natürlich ist es gleichzeitig eine ganz klare Bremse für die Deutschen, die natürlich das ist die Speerspitze dieser ganzen heterodoxen Agenda, ja, Frauenpriestertum, neue Sexualmoral etc., alles, was wir hier in diesem Kanal schon sehr oft besprochen haben. Ja, also das ist deshalb interessant, dass es gerade von diesem Sekretariat kommt. Das kommt ja jetzt nicht von Kardinal Ouellette, der ja sowieso gegen den synodalen Weg ist, oder von Kardinal Ladaria, sondern von dieser Schwester. Und sie ist ja auch keine Konservative oder keine Tradischwester oder so. Sie ist ganz klar liberal. Also sie meint, ja, tatsächlich müssen wir reden über LGBTQ-Themen und so weiter und so fort. Aber sie sagt, okay, nein, zum Frauenpriestertum, das ist kein Thema. Also das ist schon eigentlich sehr bedeutsam. Ja, sie hat dann Folgendes außerdem noch hinzugefügt. Es geht nicht nur darum, dass man sich zum Priestertum berufen fühlt, sondern es geht immer um die Anerkennung, dass die Kirche einen zum Priester berufen wird. Das persönliche Gefühl oder die persönliche Entscheidung reichten nicht aus. Das ist auch eine Aussage, das betrifft zwar den Frauenpriestertum, aber das bedeutet, okay, ich kann jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt fühle, irgendetwas, egal zu welchem Thema, ja, also Sexualmoral oder was der Kuckuck was, oder Leitung der Kirche macht, also das ist ja praktisch der Stil des synodalen Weges. Jeder, der sich irgendwie bedrückt fühlt durch irgendwelche Geschichten, sagt, okay, ich kann jetzt das ganze Lehramt angreifen. Da sagt sie, so geht das nicht. Also man muss sich schon danach richten, was die Kirche eigentlich lehrt. Also wie gesagt, ich glaube, man versucht jetzt hier gewisse Leitplanken zu setzen, damit die ganze Diskussion in der Weltsynode nicht völlig aus dem Ruder läuft und außerdem noch, damit man die Deutschen mit ihrer heterodoxen und extravaganten Agenda des synodalen Weges etwas bremst. Vielen Dank.